Normale Stärke. Nein. Oh. Das überfordert mich jedes Mal, die Kaffeemaschine. Danke, Gott. Wieso operieren Sie so gern? Ich arbeite wahnsinnig gern mit den Händen. Ich habe wahnsinnig gern die Herausforderung mit den Händen, etwas Schönes zu machen. Und das Operieren ist wie ein Kunsthandwerk. Jetzt geht es dann bald los. Stefanie von Aurelli ist Chefärztin der Frauenklinik am Zürcher Triemlispital. Oh, so schöne Stimmung. Machen wir noch das Timeout? Jawohl. Wir machen heute eine laparoskopische Hysterektomie. Gut. Chefärztin Stefanie von Aurelli ist Mutter dreier Kinder. Viel Arbeit, wenig Freizeit. Ist dies erstrebenswert oder einfach nur anstrengend? Warum ist sie Ärztin geworden? Und weshalb ist ihr Frauenförderung so wichtig? Davon handelt dieser Film. Perfekt. Die Beine runter. Ah, okay, ist gut. Achtung, Feind, ist das gut? Achtung, die Schulter. Will man den Alltag von Stefanie von Aurelli dokumentieren, muss man früh aufstehen. Ihr Tag fängt um 5:45 an. Die Familie schläft noch. Als Chefärztin arbeitet sie 12 Stunden am Tag. Sie sei eben zäh, wie sie sagt, und brauche wenig Schlaf. Ja, das ist so für mich der Anfang vom Tag, wenn ich noch so ein bisschen Zeit habe, noch ruhig habe, alles langsam geht und nach meinem Diktat und nicht irgendwie fremdbestimmt. Und das ist sehr angenehm. Ist das eigentlich, sind das die einzigen ruhigen Minuten in Ihrem Leben? Im Moment glaube ich schon, ja. So am Morgen früh. Zeitung lesen, ja. Kurz vor 7 geht sie aus dem Haus. Vor 9 Uhr abends ist sie jeweils nicht zurück. Stefanie von Aurelli ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie gehört zu einer neuen Generation von Chefärztinnen, die sich nicht als Göttinnen in Weiß verstehen. Steiles Hierarchiegefälle, wie in vielen Spitälern anzutreffen, ist ihr fremd. Eigentlich wollte sie ja Schauspielerin werden, hat sich aber dann doch fürs Medizinstudium entschieden. Es hat wirklich ganz viel in diesem Arztberuf drin, was mir wahnsinnig gefällt. Noch bei den Leuten sein, Geschichten hören von Leuten, in einem Team arbeiten, spannende Arbeit haben, Arbeit, wo man zum Teil schnell reagieren muss und manchmal langsam sein. Es hat so viele Facetten. Ich glaube, wir gehen zuerst ins 41. Die Maternité Triemli hat eine lange Tradition. Heutzutage gibt es Spezialsprechstunden für Risikoschwangere und Transsexuelle. Nebenan werden Teenie-Mütter betreut. Besonderen Wert legt man auf die psychologische Unterstützung der Patientinnen. Das Einzige, was ist, sie ist ein bisschen traumatisiert, weil ihr Kind gestern blau angelaufen ist vom Kötzeln. Mhm. Und jetzt hat sie einfach sehr feste Angst. Aber das Kind ist da. Es geht um gut. Aha, super. Die Chefin setzt sich für Jobsharing und Teilzeitstellen ein. Auf der Frauenklinik arbeiten 2 Männer und 193 Frauen. Also das, was man immer wiederum sagt, ja, der Zickenkrieg unter Frauen, das leben wir da überhaupt nicht. Also ich kenne das nicht, das ist für mich total fremd. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass man an der Sache bleibt, dass man fair miteinander umgeht, dass man auch Kritik übt. Ich meine, das heisst nicht, dass alle immer miteinander lieb sein müssen, aber dass man fair bleibt und nicht irgendwie unter der Gürtellinie und vielleicht nicht irgendwelche Machtpositionen unnötig will verteidigen, sondern dass man konstruktiv miteinander umgeht. Ja. Was sie ärgert, wenn Frauen nicht den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen,
zaudern, sich als Chefin zu bewerben, nicht realisieren, dass ein Kaderposten heisst, auch bestimmen zu können. Das ist eben auch etwas, was man den Frauen schon auch muss sagen muss. Wenn man sich eine gewisse Position hat, hat man auch die Macht dazu, gewisse Sachen zu sagen und muss angelöst werden. Gefällt Ihnen die Macht? Ja, schon. Auch. Also ich meine, für mich ist es natürlich entspannend, wenn ich weiss, ich habe die Rolle, ich habe die Stelle, die verlangt etwas von mir, aber die gibt mir auch etwas, nämlich die Befähigung und eben auch das Recht, gewisse Sachen anzusprechen und durchzusetzen. So, guten Morgen. Jetzt kommen wir gerade auf Visite. Ja. Jö. Schlaft in der Nacht. Ja. Ist wahr? Mhm. Ja, ist so herzig. Ich weiß nicht, das ist so ein Instinkt, den man hat. Und man einfach, die Kinder, die findet man einfach unglaublich süß. So wie das ist jetzt ein speziell süßes Kind. Und ich glaube auch noch mehr fast, seitdem ich meine eigenen Kinder bekommen habe. Und manchmal sehr streng am Anfang. Also man kommt auch an Grenzen, oder? Mhm. Also das habe ich sehr selber auch gemerkt. Und so, wegen dem habe ich sehr viel Verständnis für Frauen, die können schlafen am Anfang. Und wirklich auch zum Teil der Heuler drin haben. Also das ist mir zum Teil auch so gegangen. So einfach nicht mehr mögen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man die Leute ganz gut begleiten muss, oder? Dass sie über die Zeit kommen und auch Zuversicht behalten, dass das gut kommt. Ja. Da, Müssel, willst du raus? Hä? Kommst du raus? Gehen wir Brot kaufen? Hm? Schoki, ja, dann müssen wir Fisch kaufen, Müsli. Die Chefärztin hat sich bewusst für ein 80%-Pensum entschieden. Ein Tag ist für die Kinder reserviert. Rüebli sollte ich haben. Ja, ein Kilo? Ja, genau. Dann nehmt ihr etwas vom Nüssli, so zwei gute Hanfchen. Einmal die Woche geht sie mit Pauline, der Jüngsten, auf den Markt. Der Mittwoch ist der freie Tag. Das ist für mich enorm wichtig. Mal so mit den Kindern etwas machen können. Eben jetzt gerade mit den Kleinsten. Die anderen auch immer müssen am Mittwoch mitkommen. Und jetzt ist halt nur noch sie. Und ja, ich genieße das. Es ist wirklich für mich ein Entlasten. Lange einen Tag mit den Kindern. Natürlich noch das Wochenende. Also sind dann letztendlich drei Tage. Und ja, ich denke, es kommt ja auch immer darauf an, wie intensiv man das macht. Ich glaube, wenn ich dann mit dem Kind bin, dann bin ich mit dem Kind. Und dann spüren sie mich auch. Ich glaube, das ist das Wichtige. Dann habe ich gedacht, immer den Salat rüsten. Ja, ich hoffe es. Also so zu Hause. Ja. Die Großeltern aus Basel sind auf Besuch. Genau. Manchmal müssen sie notfallmäßig zum Hüten einspringen. Du tust am Kartoffel in Schrank Kartoffel. Also so. Ansonsten kümmert sich an drei Tagen eine Nanny um die Kinder. Ich finde es nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die mir das angekommen haben. Ihre Eltern sind Mediziner, beide Internisten. Sie führten zusammen mit einem anderen Ärztepaar die erste Gemeinschaftspraxis in Basel. Wo unterscheiden Sie sich zu Ihrer Tochter? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Sie hat viel noch mehr Power als ich. Und ich kann es vielleicht schon noch besser durchsetzen. Ich habe mich sehr stark noch an meinen Mann angepasst. Das war noch die Generation, die das noch besser gemacht hat. Lisbeth von Aureli vermittelte ihrer Tochter, dass Frauen dieselben Rechte haben wie Männer. Auch das Recht auf Beruf und Karriere. Hat sie das gestört, dass ihre Mutter auch berufstätig ist und so viel arbeitet? Also gut, eine Zeit lang hatte ich schon, weil ich dann dachte, wir waren in einem Quartier, wo die Mütter nicht geschafft haben. Und bei allen Gespönli war die Mutter immer daheim und hat Kuchen backen für das Zvieri. Und ich habe gefunden, das ist super. Ja, meine Mutter war meistens auf dem, ich sage es jetzt nicht laut, aber auf dem Tennisplatz oder sonst irgendwo unterwegs. Oder? Und das ist auch gut. Jetzt finde ich das, ich meine, ich bin genau gleich. Und ich muss sagen, ich kann natürlich jetzt
viele Jahre enorm von meiner Mutter profitiert, weil ich ihr alles erzählen kann. Ich kann ihr alles erzählen, wenn es mir mal schwerfällt, wenn ich einmal ein Problem habe. Irgendwie, ja, auch wenn sie ganz anders geschafft hat, fühle ich mich enorm verstanden. Mittlerweile ist auch Ben, der Viertklässler, eingetroffen. Von wem hast du die bekommen? Von der Schule. Ich ging auch schon ins Messer. Ja, ja. Von Aureli ist ein altes Patriziergeschlecht, das in Zürich seit dem 16. Jahrhundert zu den einflussreichsten Familien gehörte. Dieser Name, so sagt Stefanie von Aureli, bedeute ihr nicht viel. Sie habe ja nichts dafür geleistet. Nun kommt Hanna, die mittlere Tochter, nach Hause. Sie besucht eine heilpädagogische Tagesschule, weil sie Probleme mit der Sprachentwicklung hat. Hey. Du hast da wieder etwas draufgeklebt. Wer hat denn da etwas draufgeklebt? Hat sie gesagt, doch? Ja. Was gibt es denn noch dessen? Ich habe extra noch Schlösschen gekauft. Nagli. Zum Wohl. Ihre mittlere Tochter hat Probleme mit der Sprachbildung. Ist das eine Zäsur in ihrem Leben oder ihrem Familienleben, die Schwierigkeiten? Also die Zäsur muss so sagen, ich bin von Fachleuten immer irrsinnig gut betreut und begleitet worden. Man hat dann viel natürlich aufgewendet. Wir sind viel bei den Logopäden, wir haben viele Abklärungen gehabt. Und mir hat der Kinderarzt mal etwas ganz Gutes gesagt. Es gibt Kinder, die gehen einfach gerade durchs Leben. Und es gibt Kinder, denen sind Steine weggelegt. Und wir Eltern sind da, um diese Steine entweder wegzuräumen oder Kinder drumherum zu begleiten. Und das ist mein Bild, so lebe ich jetzt mit ihr. Und es gibt ganz intensive Zeiten mit ihr, die ich sonst nicht hätte, wenn sie einfach gerade durchs Leben ging. Sie haben einmal gesagt, eigentlich ist Ihre Mann die Mutter. Wie haben Sie das gemeint? Mein Mann ist ein sehr geduldiger Mensch, der sehr häuslich ist. Sehr gerne daheim ist, auch mit den Kindern. Ich kann gerne, wenn etwas läuft, ich zettle da, weiss ich, was alles an und organisiere das ganze Sozial- und Kulturleben der Familie. Er ist auch gerne daheim, so ein häuslicher, so ein warmer Mensch. Nie hätte sie einen Mann geheiratet, der nicht mit anpacken würde. Xavier Tem, ein Architekt, arbeitet Teilzeit und kümmert sich einen Tag pro Woche um die Kinder. Dass seine Frau Karriere macht, ist für den Franzosen kein Problem. Man sagt immer in Frankreich, von Frauen, die nicht arbeiten, man sagt immer, oh, die Arme, sie hat nichts Interessantes gefunden oder sie kann nichts Interessanteres machen, als Mutter zu sein. Und in der Schweiz sagt man das Gegenteil. Und das sind die zwei Extreme ein bisschen. In der Schweiz, eine Frau, die arbeitet, sagt man, oh, das ist die schlechte Mutter. Als er sein Pensum zugunsten der Kinderbetreuung reduzierte, waren die Reaktionen nicht nur positiv. Negative Reaktionen habe ich schon gehört, dass man erwartet von Männern, dass sie 100%ig engagiert sind. Und wenn man Teilzeit arbeitet, denkt man, dass man nicht 100%ig engagiert ist. Aber das ist nicht der Fall. Das ist doch. Man schafft sowieso mehr als sein Pensum. Ja, sie ist mutig und stark und ich bin sehr stolz darauf. Ist Ihre Frau ehrgeiziger als Sie? Ja. Und stört Sie das? Nein. Morgenreport. Welche Patientinnen treten heute ein? Wem geht es nicht gut? Wer hat geboren? Ich
spontan geboren, eine HGGH-Geburt ist, Frau FK, 33 Jahre, jetzt zwei Paare, 39 plus 3 Schwangerschaftswochen. Sie hat problemlos über dem DR2 geboren, Abgabe 899, PA 37, hat eine Clara gegeben, 3440 Gramm. Dann haben wir noch die Berichte vom E729 von der Frau M.E., der bekannten 62-jährigen Patientin mit der stasierenden invasiven lobulären Mammakarzinom, hochpalliativen Situation. Gestern Nachmittag haben wir Mopperfusen angefangen in der Nacht, jetzt bis auf 5 ml pro Stunde steigern. Die Bekannte kommt heute um 8:30 vorbei, das ist noch der Wunsch von der Patientin. Und das ist sie nicht daheim gewesen, einfach? Nein, das ist nicht. Heute wird eine Qualitätsprüfung der Klinik stattfinden. Weil das Triemle eine Weiterbildungsstätte ist, müssen gewisse Kriterien überprüft werden. Ja, wir müssen einfach Visitationen, wir müssen wirklich einfach durchbringen. Weil das ist so ein starrer Plan, oder? Sonst müsst ihr euch ablösen lassen. Genau, für den Jahresbericht von der FMH. Danke vielmals, schönen Tag. Du weißt, was geht? Vor allem. Und Natalia, wir zwei müssen auch da sein bei diesen ersten Gesprächen. Ich glaube, ich habe es verschickt an alle. Natalia kann auch rum sein. Ja. Und du machst fertig und dann kommst du auch. Das ist gar gut. Genau. Und dann am Nachmittag ist es eben dann nochmal. Hi, der Steffi. Du, sind wir mit den Experten hier im Vorderrapportraum oder hinten? Ja, wir sind hier. Ja, du kannst ja dann einfach kommen, oder? Okay, super. Danke vielmals. Morgen. Die 50-jährige Chefärztin ist auch Departementsleiterin. Ja. Sie ist Mitglied der Spitalleitung, also ganz oben angelangt. Das ist natürlich schon so. Man wird je weiter rauf, desto weniger wird man gespiegelt. Und das ist eigentlich schade. Wo holen Sie sich ein ehrliches Feedback? Ich habe immer Vertrauenspersonen, die ich weiss, dass die mir das sagen würden. Ich habe wirklich ganz gute Leute um mich herum, die mir das sagen würden. Und ich habe immer gesagt, Gell, du würdest mir sagen, wenn das total schräg ist, was ich mache. Zweimal die Woche steht Operieren auf dem Tagesplan. Also Magensonde hat sie, oder? Ja. Deka hat sie auch. Sehr gut. Fangen wir an. Genau, dann haben wir hier schön die Annexe. Schere dann fein, bitte. Und ganz fest reindrücken, denn Frau Moser, gell? Stefanie von Norellis Spezialgebiet sind Operationen von Krebspatientinnen. Sie musste lernen, dass eine Krankheit etwas Schicksalshaftes ist und sie keine Schuld daran hat. Das Tolle ist ja in meinem Beruf, dass man diesen Diagnosen nicht einfach ausgeliefert ist. Man ist ja eigentlich da, um diesen Leuten, die eben dann mit diesem schweren Schicksal konfrontiert sind, zu helfen. Das ist eines der Essenzen. Zu suchen, wie kann man helfen, wie umfassend kann man helfen. Und ich bewundere die Frauen zum Teil. Ich habe viel lernen, selber auch als Mensch, in dem, wie Frauen zum Teil ihre Schicksal tragen. Pro Jahr erkranken in der Schweiz 5.500 Frauen an Brustkrebs. Die Heilungschancen sind groß, wenn der Tumor früh erkannt wird. Darum hat Stefanie von Norelli mit anderen Fachfrauen eine Brustcheck-App entwickelt. Wie das aussieht mit den Untertiteln. Und mit der Musik in der Anatomie. Das auch. Ja. Damit Sie verstehen, was Sie spüren, wenn Sie Ihre Brust untersuchen. Brida von Kastelberg und Stefanie von Norelli teilten sich 4 Jahre lang die Leitung der Frauenklinik Triemle. Jobsharing in einer Spitzenposition, das war ein Unikum. Brida von Kastelberg sei ihre größte Förderin gewesen. Ich meine, Brida war schon mal meine Chefin, bin ich natürlich in Erfurt erstarrt. Und dann haben wir uns halt immer besser kennengelernt, weil plötzlich wird ja der Altersunterschied dann immer kleiner, je älter man wird. Also, man fühlt sich dann irgendwie immer verbundener. Und dann hat es natürlich schon viel ausgemacht, auch die Zeit, in der wir zusammen die Klinik geleitet haben. Da habe ich enorm viel profitiert. Eines, so beobachtet Brida von Kastelberg, habe sich in der Medizin in den letzten Jahren radikal geändert. Die Ökonomisierung der Medizin heißt das schön gesagt, aber faktisch ist es so, dass einfach der Patient muss Einkommen generieren im Spital und nicht mehr Spital eigentlich vor allem nur, dass dem Patient gut geht.
Und das ist sehr schwierig, manchmal unter diesen Voraussetzungen die richtige Menschlichkeit zu bewahren, wenn auf der Druck gross ist. Nach der Sitzung freier Abend für die Eltern. Was sind eigentlich Ihre Pläne heute Abend? Wir gehen in die Oper. Jetzt? Ja. Ja. Und wer schaut dann auf die Kinder? Theoretisch Babysitter. Und jetzt ist sie nicht gekommen, offensichtlich. Ich weiß nicht genau, was jetzt in dieser Organisation nicht geklappt hat. Und jetzt haben die zwei Damen sich bereit erklärt, einmal dort zu bleiben. Also sie hütet? Ja. Und wenn sie nicht kommt? Dann würden wir bis wieder kommen. Wir können uns schon. Ob wir uns da unterhalten oder in Michelangelo kommt nicht. Der Abend ist gerettet. Die Freundinnen übernehmen spontan. Samstagnachmittag, Bowling Center, der 10. Geburtstag von Ben. Und wir mussten ihr mitteilen, dass der Samstagnachmittag, Kremlispital, Vortrag der Chefärztin zum Thema Brustkrebs. Und manchmal sagt die Patientin dann, ja, für mich ist es wichtig, dass ich die Brust behalten kann. Den Patientinnen helfen. Als Ärztin sei dies ihre Pflicht, sagt Stefanie von Aurelli. Und darum arbeite sie so viel. Müssen Sie nicht am Geburtstag vom Bub sein? Das sind halt die zwei Rollen, die ich kann, oder? Die Familienfrau-Rolle und die Rollen als Ärztin. Und sind beides meine leidenschaftlichsten Rollen in meinem Leben. Und ich habe heute Morgen zu Morgen gegessen mit dem Kind. Ich bin mit Hanna einkaufen in Coop und sie jetzt erst mal zahlt, allein an der Kasse. Und ich vergesse den Blick den ganzen Tag natürlich nicht, weil sie mir entgegengeworfen hat, ganz stolz. Ja, das nehme ich dann mit in so einem Tag.